Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video mit Matthias, Hi. Julian Tag. Und mir, dem Micha. Hallo zusammen. Ja, und heute sprechen wir über Pioneer, das neue Eternal-Format. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Starten wollen wir aber wie immer mit dem Gewinner der News 43. Herzlichen Glückwunsch an Hulk Gamer 2019. Und auch Gewinner des Duell 2 der Planeswalker Duell Drain. Da geht herzlichen Glückwunsch raus an Graz 190. Ja, auch zu diesem Video gibt es natürlich wie immer eine Ultimate Guard Sponsors Packet Verlosung. Dann nehmt ihr teil, wenn ihr den Kanal abonniert, das Video liked und kommentiert. Und wir füllen die Hipster Bag mit einer Ultimate Guard Playmat. Zweimal Supreme Seeds kommen noch mit dazu und ein MTG Nationals Cap 2018 darf natürlich auch nicht fehlen. Also macht da mit. Ja, und dann kommen wir schon zu, was ist passiert. Du bist Deutschland war unsere Magic Arena Facebook-Aktion und brachte uns die Highlights. Und zwar einmal wieder Slenzo, das blenden wir mal kurz ein. Jenna und Julian fertig gemacht hat mit einer Polyraptoren-Copy-Welle. Hat er da richtig losgelegt. Daran ja. Kann ich mich noch erinnern. Das war echt hart. Da kannst du mal sehen, was ja. So abgeht. Also, ja. Ja, ne? Und der Gewinner aber tatsächlich, er ist für uns Deutschland, ist da der Dirk Lauenstein geworden mit seinem Trader-Paladin. Auch den müssen wir ja nochmal richtig einblenden hier. Da hat er sich richtig Mühe gegeben. Also für vier Mann haben wir da den Trader-Paladin, Planeswalker, Majoribus, den drei Loyalitätsmarken für plus eins. Alle Ritter bekommen eine plus eins Marke. Für minus zwei, die nächste Trader-Bestellung ist versandkostenfrei. Und für minus sieben, öffnen ein Collectors Booster, bringen alle Kreaturen aufs Spielfeld. Und natürlich, das Bild ist natürlich das Beste. Ne? Ja. Da hat er sich selber mit reingemacht, also super, du bist Deutschland und ganz viele Likes von uns und natürlich die Deutschland-Arena-Hüllen gehen raus an den Dirk. Jetzt den Glückwunsch, da auch nochmal ganz kurz. Ne? Jo, nächste TraderCon ist am 17. November 2019. Merkt euch den Termin gerne schon mal vor. Ne? Und da gab es ja beim letzten Event eine Premiere und zwar die Twitch-Livestreams. Die werden wir auch beibehalten entsprechend. Der Hajo hat schon zugesagt, dass er das Termin nicht hinbekommt. Und was jetzt nun nach und nach passiert, ist, dass wir die Duelle auf YouTube veröffentlichen. Ne? Und diese Videos werden wir nach und nach auch weiter optimieren im Zuge der TraderCons. Aber da stoßen wir auch schon bei euch auf viel Zuspruch. Und das freut uns natürlich sehr stark. Okay, dann kommen wir zu den Kommentaren. Wer legt los? Ich lege los. Da schreibt Norman Ramisch, Chapeau an den Kommentator. Ruhig, sympathisch, fachlich, versiert und konzentriert. Einfach klasse. Bitte mehr von ihm. Ja, das richten wir dem Hajo natürlich aus. Ne? Also Hans-Joachim heißt der Man, also sprich Hajo als Kürzel. Ne? Und er war sogar früher mal deutscher Meister im Magic Gathering und kommentiert auch für die Card Market Series. Also er hat es richtig drauf. Und ja, ne? Also da freue ich mich auch sehr, sehr drüber, dass er jetzt im Team mit dabei ist. Ne? Und insofern hat er uns fest zugesagt, also Hajo wird die TraderCon Germany ab sofort regelmäßig kommentieren. Dann der nächste Kommentar vom Penner Klaus. Werden die anderen Runden auch noch hochgeladen? Ja, das wird jetzt immer häppchenweise passieren. Also das Konzept ist so, dass wir über die TraderCon praktisch ja immer so 4 bis 5 Matches erzeugen, teilweise sogar mehr, wenn es jetzt so, wie wir jetzt gerade jetzt ein WPNQ war. Und um das nicht zu überfrachten, teilen wir dann den Stream nachher nochmal in die einzelnen Duellhäppchen und die gehen dann bis zur nächsten TraderCon gleichmäßig verteilt in die Uploads rein. Ja. Ja. Okay, der nächste Kommentar von Michael Saal. Ich finde es gut, dass man das auch auf YouTube sehen kann. Als Ergänzung fände ich es noch gut, falls es technisch möglich ist, dass ein paar der wichtigen Karten eingeblendet werden würden, wie ihr das auch bei eurem Duell macht. Das ist aber nicht, da nicht unbedingt jedes Deck kennt. Ja, tatsächlich ist es ja so, dass dieses Einblenden der Karten natürlich auch mit viel Aufwand verbunden ist. Was wir aber machen werden, ist, wir sammeln jetzt praktisch unsere Erfahrungen, schreiben uns immer so eine To-Do-Liste und da werdet ihr auch in den Duell-Videos, das war jetzt ja praktisch gerade Video 1, ne, das ihr gerade immer noch seht, der erste Stream, der gerade aufgeteilt wurde, aber da werdet ihr von Stream zu Stream also auch deutliche Verbesserungen sehen, weil wir dann natürlich immer schauen, wie sind eure Reaktionen, was gebt ihr uns für Tipps, was können wir noch verbessern, wer fällt uns noch ein. Und das Karteneinblenden ist da auch ein Thema, zumindest gerade, wie es jetzt im Kommentar angesprochen wurde, mit Schlüsselkarten, dass man nochmal sagen kann, guck mal, jetzt spielt er gerade das oder so, also jetzt halt nicht bei jeder Karte, aber dass man so die Keycards des Decks, wenn die dann entsprechend performen, auch mal kurz mit ins Bild nimmt. Jo. Ja,
Dann schreibt HulkGamer 2019, ich habe das Spiel von einem Bekannten gelernt. Jetzt spielen es vier meiner Freunde. Ja, das ist doch perfekt. Ne? Ja. Und das war noch ein Kommentar, den haben wir rausgegrabt zu Game Night 2019, was wir in den letzten News vorgestellt haben. Also da ist das auch wirklich auf eine positive Resonanz gestoßen. Und genau dazu dient Game Night ja entsprechend auch, dass ihr einfach sagt, komm, damit kann man so eine Art Brettspielrunde aufmachen. Man führt mal Freunde in Magic the Gathering rein und wenn es denen dann gefällt, ja, dann hat man einfach Freunde fürs Spiel gewonnen. Das ist eine tolle Sache. Ne? So. Ja, gut. Auf jeden Fall. Ja, dann kommen wir zu den heutigen News und da wollen wir über das Pioneer-Format reden, das ab November 2019, also dann schon eingeführt wird auf Magic, in Magic the Gathering. Sprich, ab da können Stores schon starten, dieses Format auch durchzuführen. Und das kann man nicht ziemlich überraschend, ne, weil es nicht im Vorfeld angekündigt wurde, dass das mal zu einer Formatänderung kommen sollte. Deswegen nehmen wir das jetzt mal als Thema der News, denn das Pioneer-Format ist ein neues, nicht rotierendes Magic-Format. Das nennt sich dann so gesehen Eternal-Format, weil es halt ewig stehen bleibt, so wie Legacy, wie Modern, wie Vintage, wie Standard so gesehen, was ja immer festen Regeln entspricht. Und kurz gesprochen ist es das, was Modern im Jahr 2011 war, ist das Pioneer-Format im Jahr 2019. 2011 wurde das Modern-Format laut Hersteller geschaffen, um die Lücke zwischen dem Standard- und dem Legacy-Format zu schließen, also wo man praktisch alle Karten spielen darf, bis auf verbotene. Es sollte eine zugängliche Möglichkeit für die Spieler sein, die ihre Sammlung weiter zu benutzen, sobald ihre Karten aus dem Standardformat herausrotieren. Das funktionierte, also die Modern-Community ist auch gesund, das Metagame ist vielfältig und dynamisch und unterdessen ist Standard größer als zuvor und die Lücke ist wieder da. Vor allen Dingen ist es auch so, finde ich, dass das Modern-Format auch sehr teuer geworden ist. Das heißt, wenn man da wirklich auf Turnierebene mitspielen möchte, da muss man schon wirklich sehr, sehr viel Geld da reinstecken. Und da ist Pioneer doch schon entspannter, weil ja, die Pioneer-Karten, da geht es jetzt ja los. Wir blenden das mal eben auch nochmal ein mit einer Übersicht. Ab Rückkehr nach Ravnica, ne, wird man da die Karten spielen dürfen. Das heißt, das Format ist entsprechend jünger und ja, soll ja auch dazu da sein, dass man halt praktisch auch auf Turnierebene, wenn man vorher Standard gespielt hat, dann seine Karten, sagt er, was darf ich damit auf Turnierebene weiterspielen? Und dann kann man sich halt umorientieren und sagen, okay, dann ist das das Pioneer-Format das interessantere Format für mich, obwohl da natürlich jetzt auch Karten wieder preislich total abschießen, ne, weil einfach so Spieler auch spekulieren, welche Karten sind denn da jetzt für das Format wieder State of the Art, ne, weil die da einfach stark performen können in dem Set und also da muss man so ein bisschen gucken, irgendwie, wie weit sich dann da entsprechend da auch Karten wieder verteuern. Aber es geht ja erstmal auch vorrangig um die generelle Spielbarkeit. Wie steht ihr denn zum Pioneer-Format? Ja, ich finde es eine sehr gute Idee von Wizards, da nochmal wieder ein neues Format reinzubringen, um diese Lücke zu schließen. Aber für mich ist es nichts. Ich bin und bleibe erstmal Standardspieler. Mhm. Das Einzige, was ich noch sehr schade finde, ist, dass es nicht nach Arena kommt, dass man da vielleicht damit nochmal wieder Spieler ranholen könnte. Ja. Aber ansonsten, gute Idee, aber leider nichts für mich. Okay. Ich sehe das eigentlich genauso wie Matthias. Ich finde es interessant, dass sie jetzt ein neues Set raus, also ein neues Format rausbringen. Mhm. Ist für manche Spieler bestimmt auch cool, aber ich bin einfach ein Standardspieler und dabei werde ich dann auch bleiben. Ja, jetzt muss man ja schauen, ihr beide seid ja noch relativ neue Spieler. Ne? Das heißt, so lange spielt er jetzt ja Magic auch noch nicht. Naja, beziehungsweise, dass du jetzt auch regelmäßig hier im Store mitspielst, so gesehen, dann muss sich ja der Kartenpool eigentlich auch entwickeln. Ne? Das ist ja dieses, das ist ja das, was viele Spieler so ein bisschen bemängeln, dass sie sagen, so, wenn ich Standard-Turnier spielen will, muss ich halt wirklich auch viel Geld in die Standard-Turnier-relevanten Karten investieren und das halt auch immer wieder. Weswegen der Zyklus bei einer Standard-Rotation eigentlich oftmals so ist, dass dann natürlich auch Karten, wenn die Rotation naht, von Standard-Turnierspielern vorher schon abverkauft werden, um einfach wieder Geld freizustoßen für die neue Standardumgebung im Endeffekt, dass man das Hobby einfach so ein bisschen gegenfinanzieren kann. Das wird so ein bisschen, wenn man mehr in diese Sammlerrolle geht, in der ich mich eigentlich immer so ein spielerisch wohlbefunden habe, dann kann man sagen, ja gut, guck mal, irgendwie, wenn ich die Karten halt nicht verkaufen möchte, sondern irgendwie auch sammeln möchte, dann habe ich zuerst mal einen Standardpool, der aber nachher dann automatisch in diesen Pioneer-Pool halt reinrutscht oder so. Das heißt, wenn man da ein bisschen länger bei Magic dabei ist und dann da reinsammelt, dann finde ich Pioneer einfach als sehr gutes Format, weil es jünger ist, ne, weil man dann praktisch in so ein Format halt reinrutscht, das auch bezahlbarer bleibt und wo man vielleicht auch einfach schon selber Karten von hat, so nach dem Motto, wenn man jetzt schon 2 Jahre lang spielt, 3 Jahre lang spielt oder so, dann hat man ja schon einen guten Stock, wenn man die Karten im Vorfeld nicht abgegeben hat.
Aber schreibt mal in die Kommentare, was euer Feeling ist zum Pioneer-Format, ob ihr es hopp oder top findet im Endeffekt. Wir lesen da auch mit. Ne? Wir werden es auf jeden Fall testen, denn wir arbeiten gerade daran, dass wir unseren Store mit einer Kalenderfunktion hier ausstaffieren, also unseren Trading Card Superstore hier in Regen. Und da werden wir also auch dann mal monatlich so Formate einzeln anbieten. Also sagen, es geht dann mal Modern oder mal Pioneer zum Beispiel. Und wir werden es auch auf der TraderCon testen. Dazu Informationen aber an späterer Stelle mehr. Spannend ist aber, dass Magic das Pioneer-Format natürlich auch nochmal pushen will. Das heißt, es wurde jetzt schon angekündigt, dass das Magic-Wochenende für Theros jenseits des Todes, also so im nächsten Jahr dann entsprechend, im Pioneer-Format stattfinden wird. Da wird es also pushen. Und dass es auch Players Tour Qualifier-Events im Pioneer-Format geben wird. Also da drückt Magic schon hinterher. Ja. Ne, und das sind die Informationen von unserer Seite. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar, gebt gerne ein Abo, dann seid bloß noch mit dabei und wir lesen mit und sind sehr gespannt auf euer Feedback zum Pioneer-Format. Ja. Okay, sind wir aus. Bis dahin. Tschüss. Ciao.